Willkommen zurück. Wir haben ausführlich über Rechnungsabgrenzung gesprochen und abschließend möchte ich auf die Frage eingehen, wie steht das mit den IFRS, also den internationalen Standards? Wie wird da das Thema Rechnungsabgrenzung behandelt? Nochmal ganz kurz zur Wiederholung, aber wirklich nur ganz kurz. Wir unterscheiden ARA, aktive Rechnungsabgrenzung, und wir unterscheiden PRA, passive Rechnungsabgrenzung. Wir sind also im Jahresabschluss und wir müssen Auszahlungen, die zu früh geleistet wurden, die wir zu früh geleistet haben, um genau zu sein, der zukünftigen Periode zubuchen, wo sie als Aufwand hingehören. Und wir müssen Zahlungen, die wir zu früh erhalten haben, der Periode zuordnen, wo sie zu Ertrag werden. Das heißt, ARA ist Auszahlung jetzt, und zwar eine Auszahlung von uns. Jetzt heißt in dieser Periode Aufwand später, später heißt in der Folgeperiode. Und PRA, da geht es um eine Einzahlung, die wir jetzt erhalten, zum Beispiel eine Mietzahlung, wenn wir vermieten, eine Miete, die wir jetzt schon erhalten, die aber Januar oder Februar des nächsten Jahres betrifft. Einzahlung also jetzt, aber der Ertrag ist später, da nun mal Januar zum neuen Geschäftsjahr gehört. Und das müssen wir abgrenzen. Die Buchungen haben wir ausführlich betrachtet. Jetzt ist die Frage, wie sieht das bei den IFRS aus? Wir sollten noch festhalten, beides hier sind transitorische Posten. Transire, herübergehen oder herüberleiten ist vielleicht hier die bessere Übersetzung aus dem Lateinischen. Wir leiten also die Zahlung, die wir jetzt schon erhalten haben, PRA, oder die Zahlung, die wir jetzt schon geleistet haben, ARA, in das nächste Geschäftsjahr, wo diese Zahlung erfolgswirksam wird, entweder Ertrag oder Aufwand. So, jetzt, wie sieht es bei den IFRS aus? Transitorische Posten kennen die IFRS nicht. Ja, wie machen die das denn? Na, schauen wir mal etwas genauer hin. Wo stehen eigentlich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz? Wir haben ja gesehen, wir holen etwas aus dem Erfolgskontenkreis wieder raus und buchen es in den Bestandskontenkreis. Wo taucht das dann auf? Schauen wir mal ins HGB. Und zwar in den 266. Da haben wir ihn, 266 im Handelsgesetzbuch, Gliederung der Bilanz. Absatz 1, allgemeine Beschreibung, Absatz 2, Aktivseite. Diese beiden sind Gliederung des Gesetzes. Jetzt hier kommt die Gliederung der Bilanz. Und was sehen wir? A, Anlagevermögen. Und wenn wir dann weiter runtergehen, kommt unter B das Umlaufvermögen. Und dann kommen unter C die Rechnungsabgrenzungsposten, und zwar die aktiven. D sind dann aktive, wir sind auf der Aktivseite, aktive latente Steuern und so weiter und so weiter. Ja, halten wir das kurz fest. Also, ARA, Bilanzierung, Aktivseite, da haben wir unter A das Anlagevermögen. Wir haben unter B das Umlaufvermögen und wir haben, und damit sind wir beim Punkt C, die aktive Rechnungsabgrenzung. Unter Punkt C auf der Aktivseite taucht das hier auf. Man sollte das also glatt mal fett markieren hier. So, da sind wir. Und damit beantwortet sich die Frage, wie die IFRS das sehen. Die IFRS sagen, das ist so eine Art Vermögenswert. Die erfassen also nicht einen Extraposten ARA, sondern fassen das unter die Vermögenswerte im Umlaufvermögen, nicht im Anlagevermögen. Logischerweise, weil es ja im neuen Jahr sofort wieder aufgelöst wird. Ja, also ARA bei IFRS nicht existent, wird
stattdessen als Vermögenswert betrachtet. Die Tatsache, dass wir zum Beispiel die Miete für Januar und Februar schon im Dezember bezahlt haben, das waren immer meine Beispiele in den vorherigen Mindmaps, wird hier als eine Art Vermögenswert gesehen. Als sehr kurzfristiger Vermögenswert, weil das ja im neuen Jahr sofort wieder aufgelöst wird, sofort wieder verschwindet aus der Bilanz. Aber es ist so eine Art Vermögenswert. Ich habe etwas schon jetzt gezahlt, was ich erst im neuen Jahr hätte zahlen müssen. Ich habe sozusagen vorgearbeitet. Und das wird kurzfristig als Vermögenswert gesehen. Also, transitorische Posten kennen die IFRS nicht. ARA sind Vermögenswerte. Okay, haben wir das geklärt? Schauen wir uns die passive Rechnungsabgrenzung an. Auch hier wieder schauen wir auf die Bilanzierung. Wir müssen hierfür weiter runtergehen, denn jetzt kommt hier wieder Gliederung des Gesetzes, 266 Absatz 3, die Passivseite. Passivseite A, Eigenkapital, B, Rückstellungen, hier C, Verbindlichkeiten und unter D kommen Sie die Rechnungsabgrenzungsposten und zwar die passiven, wie man hier nochmal erkennen kann, denn hier kommen unter E die passiven latenten Steuern. Also das sind die passiven Rechnungsabgrenzungsposten unter Punkt D. Halten wir das fest? Also halten wir fest, Bilanzierung, Passivseite. Wie sieht die Passivseite aus? Da taucht auf unter A das Eigenkapital. Dann unter B die Rückstellungen. Unter C die Verbindlichkeiten und unter D tauchen sie auf. Da sind sie, die PRA, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Auch das sollten wir fett markieren. Da haben wir sie. Na, da steht natürlich nur Rechnungsabgrenzung, aber da es auf der Passivseite ist, wie hier deutlich gemacht, können wir hier von PRA sprechen, von passiver Rechnungsabgrenzung. So, wo sind wir hier? Wir sind in der Nähe der Verbindlichkeiten. Und damit haben wir auch die Frage beantwortet, wie die IFRS das sehen, nämlich bei IFRS gibt es diese passive Rechnungsabgrenzung, ist also nicht existent, sondern wird stattdessen als Verbindlichkeit betrachtet. Und zwar eine kurzfristige Verbindlichkeit. Sie kennen ja hier schon die Struktur bei den Verbindlichkeiten. Je weiter wir nach unten gehen, desto kurzfristiger werden die Verbindlichkeiten. Dann kommen im HGB die passiven Rechnungsabgrenzungsposten und nach IFRS ist das einfach eine Art Verbindlichkeit. Es wird als eine Art Verbindlichkeit betrachtet, halten wir das hier nochmal fest. Transitorische Posten kennen die IFRS nicht. ARA sind Vermögenswerte, PRA sind Verbindlichkeiten. So, damit ist die Frage beantwortet. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.